haben wir eine neue Woche, die Woche nach Pfingsten. Heute haben wir Dienstag, der 2. Juni glaube ich, oder? Ja. Wieder dahinter sehen habe ich gerade ein paar Heiballe am Fahren. Und zwar ist das so, also ich habe ja eigentlich gesagt, erster Schnitt ist ja schon abgeschlossen. Und erster Schnitt mache ich nur Silo, nichts Heu, aber trotzdem haben wir noch einen dabei. So, und zwar, das ist so, ich habe eine Fläche gepachtet von meiner Schwester. Und zwar ist das da, wo auch unser Jungvieh ist. Wo unser Jungvieh ist, wo Schnucki und die Kleinen sind, oder? Da dann sind auch unten noch Flächen und die kennen auch meine Schwester, genauso wie die kleine Alpe, oder? Und da ist es halt so, weil die auch noch ein paar Ross und Esel und sonst noch ein paar so Viecher haben, brauchen die natürlich auch ein Heu und das mähen sie natürlich auf ihrer eigenen Fläche. Und darum wird da auf einer gewissen Fläche halt, 2,5 Hektar haben wir da drin, mähen die immer der erste Schnitt und alles Folgende, das kriege ich nachher und nehme ich nachher, oder? Aber jetzt ist es so, dieses Jahr letztes Jahr hat es einiges gegeben, ja, und da haben sie was zu viel gehabt, brauchen sie Nummer, also dann nehmen sie mit. Und das ist jetzt noch alte Ware von letztes Jahr. Die haben jetzt auch gemäht und machen heute nachmittags Boller und da könnte es sein, weil es doch ja mehr gibt, dass ich da nochmal welche hole. Also ich nehme halt einfach alles mit, was die brauchen, nämlich und ja, und wenn sie es selber brauchen, dann sollen sie es selber fressen, halt Viecher, oder? Und ja, so ist das da geregelt. Okay? Und wie gesagt, danach die nächste, zweite, dritte, vierte Schnitt, das holt er nie, ist klar, das brauchen die. Die wollen für ihre Ross nur das Heu. Und das möglichst alt, oder? Darum ist es halt jetzt ist gerade das Wetter noch wunderbar. Bis morgen hat er noch richtig gut und dann soll es ja umschlagen, Kaltfront kommen und ja, richtig, ja, vielleicht ein bisschen kreislig werden mal die nächsten Tage dann. Aber das wird passieren. Und darum sind sie jetzt am Hai und haben jetzt ein richtig tolles Hai-Reih. Oder fahren sie Reih oder machen sie weiter. Genau. Ja gut, ich bin jetzt daheim, jetzt laden wir das einmal ab. Okay? So, jetzt, ja, jetzt ist das doch nichts mehr geworden mit nochmal Heiballen holen, weil ja, ich habe ja die Uhr die Fuhr abgeladen und die haben das presst, hat jetzt doch scheinbar nicht so viel gegeben, wie es geplant war, und jetzt haben die das alles selber bei sich unterbracht und habe ich jetzt nichts mehr holen können und darum habe ich jetzt auch nichts mehr gefilmt an dem Dienstag. Genau, am Dienstag, ja, abends. Und ja, genau, Dienstag war dann nichts mehr sonst. Abends haben wir das erste Mal mit unseren Gästen in dem Jahr gegrillt. Eine Corona-Grille haben wir gemacht. Draussen war gerade nett, ja. Also jede Familie an einem Tisch, ein bisschen mit Abstand, so wie es sich gehört, und dann da geschmeidig gegrillt und ein bisschen Bier getrunken und ein bisschen gute Sachen gegessen. Das war ja unsere erste Aktion mit unseren Gästen, ja. Weil bisher war ja nichts mehr draussen, gell? Und dann haben wir ja die Pause gehabt, jetzt am Samstag ist wieder losgegangen. Und ja, und da war ja der Dienstag noch richtig schön Wetter und das haben wir natürlich gleich ausgenutzt. So, aber jetzt mittlerweile haben wir schon Freitag. Freitag und ich habe nichts gefilmt. Diese Woche, ja, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, nichts. Irgendwie hat es nicht hingehauen, es hat nicht hingehauen und das, ja, es sind mehrere Gründe. Ich meine, erstens habe ich nichts Gescheites gehabt, was ich jetzt gerade filmen könnte, und noch hast du mal da eine kleine Arbeit und da ein bisschen Arbeit, und aber zum Filmen extra, ja, war es jetzt nichts. Und dann habe ich auch keine Zeit gehabt und ich habe mehrere Termine gehabt, wo ich wegkommen musste, und ja, dann bist, wenn du irgendwo einen Termin hast, erst gleich der halbe Tag wieder am Arsch und dann was willst du noch wieder anfangen. Und meistens so Termine, wo 2 Stunden geplant sind und 4 Stunden dauert und so, aber ja, also es hat halt einfach nichts gegeben. Gell? Aber mei, das ist halt einmal so, gell? Es ist nicht jeden Tag und jede Woche Vollgas und das und, sondern es ist halt auch mal anders und es sind halt auch mal andere Arbeiten, andere Sachen. Andere Sachen auch einfach wichtig, ja, als wie jetzt bloß Arbeit. Und das ist, ja, genau, das, so viel muss es da dazu reichen. Was soll ich noch sagen, Wilder? Gut, da, ja, wie gesagt, so kleine Arbeit, da haben wir gehabt. Mal da oder einen Zaunrichter, einen Hagrichter oder mal im Bergenaufgang zu der Schumpel schauen und neiwärts zu der Schumpel schauen und ja, und da mal an der Maschine kurz was flicken, aber ja, das ist jetzt nichts so Zeigenswertes, aber da werden wir nächste Woche dann wieder mehr haben. Aber, weil ich jetzt gerade da oben bin, nach dem Stall, Freitag jetzt abends, ich habe gerade noch Haien untergeschmissen, das sieht man jetzt, das ist unser Haistock, oder? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das vom Licht hier geht, weil so hell ist es da halt nicht da, oder? Da ist unser Hai gelagert, also die große Menge, sagen wir mal so, das ist ungefähr Hausbreite, was haben wir denn da? Ich glaube 13 Meter hat das Haus, so um 5 Meter. Und gute 3 Meter tief, bis zum Balken 3 Meter, da, bis daher. Und ja, man macht dann halt schon so einen Haufen drauf, dass man halt gerade noch mit dem Kran unter durchfahren kann. Je nachdem, wie viel es halt gibt. Das ist unser Heillager. Und da habe ich jetzt noch das alles am Boden noch zusammengeschert, was ich so mit dem Kran verwischt habe. Das liegt jetzt, liegen bloß noch so kleinere Heifel rum. Das muss ich jetzt nochmal von Hand zusammen tun. Da ist noch ein größerer Haufen, aber den brauche ich jetzt nicht mehr. Genau, und das ist halt das dann. Da rein, der zweite Schnitt kommt. Eventuell. Wenn jetzt der zweite Schnitt fällig wäre und es ist da richtig Sommer und richtig heiß und schön, dann werden wir da Hai machen oder trocken machen halt. Und die Grummet, Amara, selber bei uns. Das geht dann da rein. Okay, aber das kommt nur auf. Und wenn es jetzt da vom Wetter her nicht so toll ist, dass man es heiben kann, dann wird natürlich noch wieder Silo gemacht und dann wird halt der dritte Schnitt geheibert und kommt da rein. Gell? So ist da der Plan. So, und wenn wir gerade da oben sind, dann weil ihr ja immer wissen wollt, wie es mit der Silo, wie denn das ausschaut und wie sich die selber verdichten und nachhockert und so weiter, zeige ich euch das jetzt auch einmal. Jetzt sind wir, wann haben wir denn aufgehört? Vor 2 Wochen. Gut 2 Wochen, ja. Oder? Und so schaut es jetzt aus, der Silo. Der ist jetzt so weit nachgehockert. Der war ungefähr, sagen wir mal, bis daher voll, so an den Rand nah, und der ist jetzt dann untergehockert. Das sind ungefähr bei dem, ja, das sind auch knappe 2 Meter bei dem. Genauso wie bei dem, da ist es ein bisschen mehr, weil der ist auch höher. Da gibt es natürlich noch mehr Gewicht, der hockert ein bisschen fester zusammen. Der hat gute 2 Meter, ein bisschen mehr. Und der Kleine da herüber, ja, der hat fast noch mehr. Gut, den haben wir bis einmal nachgefüllt oder einmal voll gemacht, darum ist der noch mehr. Das werden so gute 2,5 Meter sein, wahrscheinlich, was die jetzt nachgeguckt sind. Gell? So sehen wir, das ist, so schaut das jetzt aus. Gell? Aber da ist jetzt ziemlich Ende. Aber jetzt ist jetzt noch mal viel durch. Vielleicht noch ein bisschen, dass es ein paar Zanti noch runterhockt, aber mehr geht da jetzt noch mal. Gell? Und erst nachher, wenn dann wieder was draufkommt, wenn wieder ein Gewicht draufkommt vom Silo, dann hockt es wieder ein wenig an. Das wird normalerweise, werden die alle einmal nachgefüllt noch und dann zugemacht und dann ist er Ruhe. Und dann kommt der Rest im Baller. Gell? Ja, so schaut es jetzt da rund aus. Das Loch ist sauber. Das haben wir ja gesehen, wo ich das Stroh und das Heu dann umbeiget habe. Kraftfutter kennen wir auch, das da hinter. Ja, also da hinter nichts Neues mehr. Aber das haben wir jetzt einmal gesehen, wie das ausschaut. Ja, und durch das, dass ich natürlich jetzt nicht viel gefilmt habe, weil es nichts gegeben hat, kann das sein, dass dieser Vlog wahrscheinlich ziemlich kurz wird. Weil das, was ich am Anfang gefilmt habe, war noch nicht viel. Das habe ich schon ein bisschen zusammengeschnitten, aber... Und jetzt gibt es ja auch noch mal viel, also, weil morgen Samstag ist. Morgen reisen unsere Gäste ab, ein Großteil, also 2/3 von der Gäste reisen ab. Und dann kommen wir wieder rein und dann müssen wir wieder schaffen. Und da darf ich diesmal auch helfen, wieder mal. Mich freut es schon wieder sau. Aber gut, ist halt so. Ja, aber, ja gut, mal schauen. Vielleicht erzähle ich euch da morgen ein bisschen was. Ja, machen wir mal jetzt nicht Schluss. Ein bisschen was kommt noch, dass es nicht ganz so kurz wird. Sonst haben wir ja den kürzesten Vlog aller Zeiten. Aber das Kind es trotzdem noch, weil ich weiß es nicht. Aber wollen wir sehen. Also dann, schauen wir mal, ob es noch was gibt. Ich mache jetzt Feierabend. Trinken ein Bierle. Na, erst Brotzeit, dann Bier. Gut, also dann. Auch das ist ab und zu mal meine Arbeit. Okay? Sehen Sie das? Ja? Ab und zu muss ich halt auch mal dahin ein bisschen aushelfen. Und zwar diesmal, weil Claudia ist ein bisschen angeschlagen, die hat ein bisschen Schmerzen in der Schulter, tut ein bisschen, macht ihr da ein bisschen Ärger und so weiter. Und da ist natürlich das Bett machen und alles richtig blöd. Okay? Und darum darf ich heim machen. Aber ja, wie gesagt, ist halt so. Aber am liebsten hätte ich jetzt gerade da, weißt du, so. So machen. Aber da kriege ich einen Anschiss von der Chefin, wenn ich das mache. Einmal habe ich es gemacht, einmal bin ich daher geflackt und bin glatt verschlafen und die kommt von unten rauf und da. Gerade Axt am Baum. Okay. Naja. Aber wie gesagt, es ist halt auch unsere Arbeit und in unserem kleinen Mini-Betrieb muss man halt zusammenhelfen. Und dann tut man halt einmal andere Sachen machen, wo man so einen Shit macht. Und diesmal ist es so. Okay. Und glaube ich, dass ich da euch jetzt nicht ewig lang langweile mit sowas, oder? Weil ich denke, dass das so prickelnd ist, wenn man lieber Traktor und Maschine und sonst was sieht und jetzt da lieber dahinter Blätter abzieht und wieder neu bezieht. Darf ich auch noch machen, neu beziehen, ja, ist schon klar. Aber bringe ich hin. Okay? Also gut, diesmal war es ein bisschen ein kurzes Video oder ein bisschen ein kurzer Vlog, gell? Aber ja, habe ja schon gesagt, warum und hin und her. Ist halt einmal so. Anders mal wird es wieder anders. Beim ersten Schnitt haben wir eine ganze Stunde lang schauen können, oder? Und jetzt ist es halt einmal ein bisschen weniger. Aber das passt schon, oder? Okay? Drum. Machen wir so, dann würde ich sagen, bis nächstes Mal, nächste Woche wird auch wieder was passieren und wir können da auch wieder schauen, gell? Also dann danke fürs Zuschauen und grüß euch und habe die Ehre, bis demnächst. Yeah.